Apple-Aktie. Gestern kamen die Zahlen raus für die Apple-Aktie. Und siehe da, wieder mal jeder, der Apple tot glaubte und sagte, in den letzten Monaten und Jahren kamen immer mal so Stimmen hoch, dass Apple, das iPhone und das Smartphone überhaupt sozusagen, das bringt es nicht mehr für Apple. Ja, das ist quasi, Apple ist tot, ne? Könnte man am besten auch noch shorten oder sowas. Sind mal wieder abgestraft worden. Interessiert dich mehr zu diesem Thema, dann bleib dran. Apple, warum ist Apple jetzt doch wieder nach oben gegangen und steuert auf sein letztes Allzeithoch zu und wird auch weiterhin steigen? Warum? Weil natürlich die natürlich eine riesige Marge haben. Das Unternehmen mit der größten Cash-Reserven, das Unternehmen mit einer der berühmtesten und anerkanntesten Marken, das heißt, die arbeiten sehr viel mit der Marke, dadurch haben sie eben eine sehr hohe Marge wiederum und dadurch haben sie wieder sehr hohe Cash-Reserven, wo sie wiederum sehr viel Aktien selber kaufen können und zurückkaufen können quasi und dadurch wieder den Aktienkurs steigern und damit wiederum alle anderen abstrafen, die geschortet haben und dazu verführen oder dazu zu bringen, auch wiederum immer noch mehr in Aktien von Apple zu investieren und so wird eben der ganze Kurs immer und immer weiter gepusht und das Ganze ist aber meiner Meinung nach alles andere als eine Blase. Kurzes Beispiel dazu, meine Nichte ist jetzt gerade 16 Jahre alt geworden, vor circa einem Monat und was hat sie sich gewünscht? Eine iWatch, ja natürlich, eine Apple-Uhr, was denn sonst? Und warum war das so wichtig für sie? Also ich habe ihr dann auch was sozusagen, sie also auf jeden Fall so wichtig, warum ist es so wichtig? Weil jeder in ihrem Bekanntenkreis, in der Schule, überall will diese iWatch oder hat diese iWatch. Ja, und derjenige, der keine hat, ist einfach uncool. Ja, und wir wissen alle, dass diese Kunden, diese Zielgruppen extremst mächtig sind, ja. Weil es ist genauso wie Frauen letztendlich entscheiden, welche Wohnung gekauft wird sozusagen, ja, um sich das Nest zu bauen oder teilweise sogar welches Auto gekauft wird, ja, für die Familienplanung und all diese Dinge. Letztendlich der Mann löhnt halt einfach, ja, und die Frau aber entscheidet. So ist es bei diesem ganzen Trend Spielzeugen und Gadgets und so weiter häufig so, dass die Kinder, ja, oder die Jugendlichen entscheiden der Eltern und die Eltern ist einfach nur kaufen, ja. Und iWatch ist was Ähnliches, aber es gibt noch mehr, iWatch wird zum Beispiel in der Medizin sehr stark benutzt bereits, ja. Und das ist ja letztendlich auch der Link dazu, denn warum ist es so cool, warum will meine Nichte unbedingt diese iWatch, weil man damit eben verknüpfen kann. Tätigkeiten wie ins Fitnesscenter gehen, Tätigkeiten, zum Beispiel meine Nichte rudert, schon seit sie so klein, weiß ich gar nicht wie lange, schon seit sie 10 Jahre alt ist, professionell rudert sie. Sie macht sehr starkes Tennistraining, ja, weil sie sehr schneller Läufer ist, ja, extrem schneller Läufer. Sie sind sehr, sehr ausdauernde und sehr kräftige und sehr schnelle Personen, ja. Und für all diese ganzen sportlichen Tätigkeiten ist ein iWatch genial, ja. Zum Training, dann für die Medizin grundsätzlich und Apple hat ja auch ganz offensichtlich, macht da keinen Hehl draus, dass sie diesen Markt einfach für sich erobern wollen, ja, dieses ganze Sport, Connectivity, Medizin, Connectivity, Gesundheit, Connectivity, ja, IoT, also quasi Internet of Things, ja, in diesem ganzen Bereich und deswegen wird auch so schnell Apple nicht untergehen, auf gar keinen Fall, ja. Und dann gibt es natürlich noch andere Bereiche wie Streamingdienste. Ich habe jetzt schon mehrere Videos gemacht zum Thema Streamingdienste. Apple, die haben ja damals mit ihrem Download Store von, waren ja so die einen der ersten, die es einfach kommerzialisiert haben, Musik zu verkaufen, ja, professionell, wo ja die ganze Musikindustrie also disrupted wurde. Und genauso wird es auch werden mit sämtlichen Uhrenherstellern über diese iWatch, ja, haltet euch fest, ja,
Die haben jetzt schon mehr Verkäufe, Uhrenverkäufe wie, naja, so Spezialhersteller wie Rolex und Breitling und so weiter. Also diese ganzen hochqualitativ, aber sehr teuren Uhren, traditionellen Uhrenfirmen, ja, die teilweise aus der Schweiz sehr stark auch kommen, hat Apple bereits überholt. Ja, mit diesem futuristischen Design auch, ja. Das wird sich weiter verbreiten. Ja, also welches Kind wird eher sagen, welcher Jugendlicher oder welche Jugendliche, ja, wie meine Nichte, ja, 16 Jahre, hochsportlich, ja, die wird sich, egal ob Frau oder Mann, die wird sich keinen Klo, so ein Klo, so ein klobiges, so eine klobige Uhr da dran hängen, ja, egal ob Frau oder Mann, ja, von Rolex, Breitling oder wie sie alle heißen, ja. Die wollen da Star Trek-mäßig, wollen die da was hängen haben, ja? Star Trek-mäßig, ja? Star Wars, ja? Und da kommen wir auch wieder gleich zum Bereich Filme, ja? Meine Leidenschaft und alles. Und ja, und was dann im Bereich Streaming-Dienste kommt, haltet euch fest, da können wir noch auf was gespannt sein, was Apple betrifft, ja? Auf jeden Fall. Und ja, ich persönlich war nie ein großer Apple-Nutzer, aber ich sag's euch, Leute, ich habe noch nie ein. Meine Schwester zum Beispiel war über 10 Jahre lang bei Apple tätig. Meine andere Schwester, die haben alles mit Apple, ja, zu Hause, überall, egal was, immer Apple. Ich selber war nie so ein Apple-Mensch, ja. Ich kenne viele, die Apple nutzen, aber ich sag's euch, diese Uhr, diese Apple Watch, ich glaube, die kaufe ich mir auch noch, ja. Also das war's heute zum Thema Apple. Stay tuned, ja, bis zum nächsten Mal, Daumen hoch. Ciao.